Grado auf der Hand. Und da muss man mal wieder auch an Shotgun denken, denn dort wurde ja die Mathematik vorgestellt. Maximal hätte er 5 Matches haben können. Oder sogar 6. Ja, und so bleibt es nur bei einem Match hier. An diesem Wochenende, ganz genau, denn Jon Simmons hält ihm den Rücken frei, gemeinsam mit Tyler Bate. Hatte direkt die neu gedruckten T-Shirts mitgebracht und präsentiert auf unserem Roundtable hier im Rahmenprogramm des World Tag Team Tournaments. Und Tyler Bate, den haben wir auch schon längere Zeit nicht gesehen. Hingegen John Klinger sehr wohl. Und man muss dabei bedenken, ein ganz kleines Zünglein an der Waage vielleicht. Die Champions of Champions treffen demnächst in Nürnberg aufeinander um die Number One Contendership vor Carsten Beck. Ich denke, man haben wir alle losen Fäden hier verknüpft, was Carsten Beck angeht. Und der hat jetzt hier Tyler Bate und Jon Simmons im Rennen. Denn sie wollen die Tag-Team-Gürtel, also den Turniersieg um die Tag-Team-Gürtel, selbstredend, für ihren König gewinnen. Ja, aber so wie es gerade aussieht, ist Tyler Bate er gerade auf dem Highway to the Danger Zone und rettet sich lieber, bevor er wirklich in Gefahr gerät. Und ja, und bei Shotgun hat natürlich auch Carsten Beck hier die Champions of Champions gereizt. Und die werden natürlich jetzt nochmal doppelt und dreifach sauer sein über dessen Worte. Und deswegen möchten sie am liebsten ihre Wut an jemanden, der Carsten Beck ähnliches auslassen. Und mit Tyler Bate und Jon Simmons haben sie genau die richtigen, weil die verehren ja ihren König und wollen für ihn kämpfen. Jetzt hier gegen die Rohrzange aus Franken. Ist das der offizielle Name dieser Stadt in Holland, ja? In den Niederlanden. Das ist die deutsche Übersetzung, habe ich mir sagen lassen. Ach so. Na, da muss er doch viel dran arbeiten, denn hier ist erstmal die Rohrzange, Mr. 100%, der Adler der WXW. Dachte ich am Drücker, aber Jon Simmons kommt mit diesem Tritt, da streckt er die Zunge raus. Aber seine Nieren müssen jetzt erstmal leiden. Und er muss auch in die Seile, weil Absolute Andy ist ja auch nicht gerade ein kleiner Mann, wie du siehst, in Topform hier. Der ist der WXW-Veteran. Der Shoulderblock prallt ab. Und jetzt hier ein Shoulderblock direkt in der Ringmitte mit Jon Simmons. Da ist die Frage, wer geht zuerst zu Boden? Ich habe noch nie gesehen, dass Jon Simmons so unter Shoulderblocks zu leiden hat. Wie das kann nur Absolute Andy. Und da mit den Fans im Rücken. Bloß ein Ausgewichen und da ist der Flying Shoulderblock. Tatsächlich geht Jon Simmons zu Boden. Und das gefällt ihm nicht. Na, überhaupt nicht. Und da ist der Plancher. Der Adler fliegt und streckt Jon Simmons nieder. Und direkt hier legt er sich auch mit Tyler Bate an, der aber das Wechselseil in den Händen hält. Und auch ordentlich sagt, dass er nicht angegriffen werden darf. Er ist nicht der offizielle Mann im Ring. Natürlich kann auch beim World Tag Team Tournament das Match entschieden werden durch Countout, durch Submission oder eben den Pinfall. Das möchte ich nur an dieser Stelle noch einmal erwähnen für alle, die neu dabei sind. Und mit Jon Simmons möchte ich jetzt gerade nicht tauschen, denn der Nein, muss jetzt auch nicht einstecken. Denn der Best in Europe ist unterwegs und springt aber schon wieder hoch. Lässt sich nicht abschütteln. Wie ein wilder Hund stürzt er sich hier auf Massive Jon Simmons drauf und deckt ihn mit Chops und Schlägen ein. Ah, gekonterter Whip, aber Bad Bones Handlung schnell. Oh, das ist ja kurz, weil der geht doch sonst nicht daneben. Jon Simmons, was für eine Kraftleistung. Ein dieser Body vom Best in Europe abzufangen, meine Herren. Und direkt, das kann man auch mit dem Unterarm durchs Gesicht. Das wird dem German Psycho nicht schmecken. Und jetzt hier, der Mann mit dem schönsten Schnauzbart von der Insel legt sich mit dem Best in Europe an. Will nach getaner Arbeit von Jon Simmons das Ganze zu Ende bringen. Ja, Storm geht daneben, glücklicherweise. Aber dafür nicht diese Tritte in der Manko. Das ist natürlich illegal, weil es ist eine Attacke in den Seilen. Das kommt da hinzu. Deswegen ermahnt ihn auch hier Head Referee Tassilo Jung für diese unfaire Attacke. Und natürlich kann es auch bei einer Disqualifikation jederzeit vorbei sein. Für so welche Raubritter möchte ich sie nennen, die hier im Ring von Western Extreme Wrestling beim World Tag Team Tournament es mit den Champions of Champions aufnehmen. Ja, auch unter den Rittern gab es immer mal Schurken. Und diese Schurken, die möchten am liebsten natürlich Champions of Champions in den Boden rammen. Jetzt hier, schau es dir an. Diese
Manöver. Das ist Jörn Simmons. Macht seine Liegestütze, springt aber hoch, fühlt sich schon siegessicher. Und das war ein gar nicht so massiver Tritt, aber der bringt natürlich Absolut Andy auf die Palme. Und ich sage es dir, das war der Plan von Jörn Simmons, um hier illegalerweise Bad Bone John Klinger bearbeiten zu können in der Ringecke. Und Tyler Bate, ja, der klatscht einfach mal in die Hände und der Referee sagt, der Tag ist gemacht. So kann es auch gehen, denn das hier sind Konzessionsentscheidungen. Das ist der Ansatz zum Bodyslam. Schau, ich sage, das ist eine Kraftleistung von Tyler Bates. Und das gegen den Mann aus Bitburg, der nun alles andere als ein Leichtgewicht ist. Na klar, Tyler Bates ein klares Kraftpaket und vor allen Dingen ein Ausnahmeringer. Der sich hier im Westside Extreme Wrestling Ring jetzt seine Sporen verdienen will. Und nicht nur das, er kann sich auch den Turniersieg sichern. Und damit natürlich auch in der Gunst des Königs der Catcher weiter aufsteigen auf das Small Package. Ganz schön eingerollt. Von Krasberg, und jetzt hat er ihn weiter. Und da ist die Backslide. Die Backslide gegen Tyler Bate. Aber natürlich wissen wir, John Klinger hat auch ein paar andere Sachen auf Lager. Hat ihn hier erneut eingerollt. Jedes Mal allerdings für zwei. Oh, was für ein European Uppercut. Ja, und ein weiterer Einrollerversuch wird hier mit dem Uppercut unterbunden. Und er schickt direkt Jörn Simmons wieder ins Rennen. Das ist natürlich ganz klug, hier immer direkt die schnellen Wechsel zu gehen. Aber da hat Jörn Simmons sich zu viel Zeit gelassen. Und der Best in Europe könnte jetzt hier den Wechsel schaffen nach diesem Dropkick, dachte ich zumindest. Nein, schafft er nicht, denn Jörn Simmons mit diesem massiven Tritt streckt er den Best in Europe auf die Matte. Und hält den Fuß auch noch weiter auf den Rücken drauf, wollte seine Kraft demonstrieren. Ja, die königliche Entourage, die hat das hier fest im Griff. Also ich wüsste jetzt nicht, wie John Klinger da jetzt rauskommen kann. Ja, und Jörn Simmons hat auch gesagt, was erwartet denn König Carsten von Reichenschön? Also nicht viel. Bobbreaker aus dem Nichts. Und da geht Tyler Bate zu Boden. Die Zahnreihe, das wird teuer in England. Jörn Simmons hat gesagt, er und Tyler Bate werden mehr erreichen als Reichenschön. Und sie werden ihm die Tag-Team-Gürtel und den Turniersieg auf dem Samtkissen präsentieren. Und jetzt hier der Wechsel. Da ist Jörn Simmons aber auch. Auf beiden Seiten der Wechsel. Absolut Andy kontert die Schläge des Massiven und bringt jetzt ein paar harte Strikes an, die Jörn Simmons überhaupt nicht schmecken werden. Rapid Fire. Und der direkte Konter. Und was für ein Adler, den wir hier sehen. 110% von der Rohrzange aus Franken. Wir wissen, nach dem dritten Mal wird es schmerzhaft, denn da ist der Absolute Knee Drop und Jörn Simmons auf der Matte und geschlagen. Sebastian, nein! Da konnte sich Jörn Simmons noch einmal rauspowern aus diesem Cover. Aber die Champions of Champions mit Absolute Andy jetzt hier ganz klar am Drücker und der Ansatz zum Superkick. Und wenn Jörn Simmons nicht aufpasst, dann ist die Titelchance dahin. Aber ich sehe da schon Tyler Bate, wie er sich heranschleicht. Und er hat das Bein von Absolute Andy. Und das nutzt natürlich der Niederländer mit dem Vorarm mitten in den Rücken. Aber da ist auch John Klinger schon, hat sich hier gleich den Dritten geschnappt und zerrt ihn ins Publikum. Werde bringen weiter die Rohrzange aus Franken gegen Jörn Simmons antritt. Was hat dein Jörn Simmons? Ist das dein Ernst? Ja, aber das hier daneben. Das ist gut. Da ist er auf den Schultern, Ansatz zum F5. Ausgekontert hier von Jörn Simmons. Und hätte er den erwischt, dann wäre es vorbei. Und die Champions of Champions werden eine Runde weiter, aber noch ist Absolut Andy nicht geschlagen. Er pumpt sich immer wieder auf. Und jetzt ist nicht Tyler Bate in der Nähe, um dieses Cover zu unterbinden. Ich sehe ihn zumindest nicht. Um Gottes Willen! Oh mein Gott! Jörn Simmons aus dem Nichts gegen Absolut Andy. Aber auch nur für zwei, Sebastian. Und guck mal, wer da lauert. Da lauert der Spear von John Klinger mitten durch die Seile. Und da ist Tyler Bate. Und der lauert auch. Headbutt in den Magen. Liefert sich jetzt hier ein Duell mit dem Best in Europe. Ja.
Women, aber abgewehrt. Der Back Elbow dafür, getroffen von Tyler Bate. Von zweiten Seite kommt er mit diesem European Uppercut. Oh. Ja, der Mustache-Ride. Der Mustache-Ride gegen John Klinger jetzt hier. Auf die Schulter, jetzt muss er sich nur noch drehen, aber der wehrt sich. Oh. Gegen das Knie. Und die Capitation Kick. Die Guillotine, die den König nicht fällen konnte, aber auch in diesem Fall nicht zum Erfolg führt. Spinebuster dafür von Absolute Andy. Und da ist der Sharpshooter. In der Ringmitte. Und John Simmons hat keine Chance. Mitten im Ring, der Referee fragt, gibst du auf? Und er biegt den Rücken von John Simmons massiv durch. Es braucht schon einen massiven Sharpshooter, um Jörn Simmons zum Abklopfen zu bewegen, aber der schafft es, tatsächlich nochmal in die Seile. Aber das nützt nichts. Wird weggezogen wieder von der Rohrzange aus Franken. Aber Bate mit dem Tritt in den Rücken. Klar die Ermahnung, aber er musste natürlich seinen Partner hier zur Hilfe ein, denn sonst wäre es jede Sekunde vorbei gewesen. Der Bate fordert jetzt den Wechsel hier. Kriegt den auch, das ist es auch offiziell. Andy steht alleine gegen die königlichen Raubritter. Und die Seile. Aber Andy durchbricht das und zeigt schon, dass selber eine Clothesline gegen beide. Wahnsinn. Und da ist auch John Klinger wieder. Er kommt zurück in dieses Match nach den Attacken. Ab in Richtung von Absolute Andy. Wieder ein Spinebuster. Oh, Catapult-Ansatz. Abgefangen von John Klinger. Der kann das auch. Der kann das auch, Sebastian. Und jetzt wollen sie es zu Ende bringen. Ich hätte den eigentlich schon ausgezählt, aber da ist er weg nach dem Superkick. Schnelles Sport Package jetzt hier. Oh mein Gott, von Tyler Bate. Oh mein Gott. Gegen Absolute Andy. Das ist nicht zu glauben. Wie sind die Siege, meine Damen und Herren? Das ist nicht zu glauben. Kann es nicht fassen.